Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 The Year of the Dragon? Ja, müsste sein. Ich sage mal ein The davor, aber da ist gar kein The und ich sehe gerade, ich bin viel zu nah am Mikrofon. Das werde ich gerade mal berichtigen, so. Gut, wir sind hier in diesem super tollen Level, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Aber hier gibt es auch einen Könnerpunkt. Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie der geht. Wieder ist ein waghalsiger Abenteurer gekommen, um unsere Katakomben zu plündern. Ich hoffe, du bist aus härterem Holz geschnitzt als der letzte Kerl. Wenn du die Prüfungen in unseren Katakomben bestehen und mein Rätsel lösen kannst, geben wir dir einen Preis, der deine Bemühungen belohnt. Also, zwei Könnerpunkte. Einer ist super, mega easy. Das ist, glaube ich, der einfachste, den es hier überhaupt im Spiel gibt. Und der andere ist kacke. Hier ist mein Rätsel. Ich bin ein Gefäß ohne Scharniere, Deckel oder Schloss. Aber trotzdem ist ein goldener Schatz in meinem Schoß. Was bin ich? Was? Keine Ahnung. Ich bin nicht mit deinen komischen Sachen da auf dem Sack. Ich krieg noch kaputt. Nein, hier wird man kaputt kriegen. Oder so. Aha, warte mal, Moment. Nee, das ist das. Ich glaube, die spawnen endlos, weil die geben uns auch nichts dabei. Nein! Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt so ein Level, wo ich mir denke, nö, das habe ich auch nicht gerne gespielt und deswegen erinnere. Oh nein, eine Rutsche. Deswegen erinnere ich mich auch nicht mehr so gut daran. Leute, was ist denn los hier? Wie kriege ich euch denn kaputt? Ah, Moment. Okay, schmeiß dein Lehmklumpen. Ah, Spacken, ey. So. Okay, Nummer 1, super easy. Muss man kaputt rennen, das ist auch gut zu wissen. Weil die waren aus Metall, wie man gesehen hat. Beziehungsweise wie ich es relativ spät gesehen habe. Nimm es! Oh, 25. Das war doch very hoch. Aber wo kann denn da gerade dieses Ding her? Was schmeißt denn da? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit diesem Ding... Oh, 25 schon wieder. Ob ich diese Dinger damit dann kaputt kriege. Ja! Und die geben sogar einen Zehner, ja. Gut, dann muss ich jetzt gucken. Wer schmeißt denn da? Oder ist da oben jemand? Dennis ist gerade übrigens auch am Aufnehmen. Nee, ich glaube, die sind einfach so da. So, dann müssen wir jetzt erst nochmal hier nach vorne. War ja auch noch so ein Ding, Sarkophag. Geh du mir jetzt nicht schon direkt auf die Eier. Auf den Eier vorne. So. Dann wäre das hier vorne schon mal fertig.
Vakuum ist auch fertig. Ja. Dann geht's jetzt hier durch die Tür weiter. Wenn ich mich recht entsinne, wie es umgehüpft ist. Das war doch irgendwie ein bisschen süß. Nein! Ja! So, ist der wenigstens schon mal weg. Jetzt muss ich mal gerade, da steht noch einer, deswegen hebe ich mir den Typen mal auf. Aber da stehen sogar zwei. Komm, schmeiß. Mann! Fickt euch mal. Schmeiß, bitte. Mann, 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 Mann. Ach, das hier von dem... Ja, danke schön. Von dem Himmelsgezumpel. Musik. Ich habe da irgendwie... Weiß ich nicht, eine andere im Kopf gehabt, die hier ist. Na gut. Ich finde es auch lustig, wie da einfach dieser Kopf abfällt. Oh, super. Yikes. Hundi. Hier noch ein paar Edelsteine. Ich finde das so gut, dass wir uns hier jetzt schon mit Sparks dann alles anzeigen lassen können. Müssen wir nicht so ganz extrem suchen, wenn uns was fehlt. Ich mag auch das Geräusch vom Schalter. Das ist toll. Also haben sie hier schon cool gemacht hier, weil in so Pyramiden sind ja auch mal so Fallen, glaube ich jedenfalls mal. Oh, da ist noch einer. Oh, voll einer abgekriegt. Das wäre auch ganz schön, wenn ich gleich wieder ein Sparksy-Marksy bekomme. Okay, das ist alles fertig hier. Ich glaube, ich muss mal einen mitnehmen. Ein Steinchen. Da kommt doch direkt einer passend. Weil da vorne ist wieder ein Sarkophag. Nicht getroffen, ne? Doch, habe ich wohl. Sehr gut. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den ausweichen muss. Aber, doch. Wäre sinnvoll. So, ein Ei. Christine. Oder Christine. Ja. Oder Christine. Ist ja auch möglich. So. Das war dann hier alles. Ich kann mich an das Level echt überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass hier mit Mr. Agent 9... Gibt es hier noch ein richtiges Mülllevel? Das Level ist echt nicht geil. Also so wie ich es in Erinnerung habe. Bisher geht's eigentlich noch. Fällt mir auf jeden Fall vom Design her sehr gut. Aber kann ja nur werden, ne? Da vorne ist noch einer. Jo, oh, wieder einen abgekriegt. Da ist noch ein einer. Ach so, Lachenpisser. Gar nichts mehr zu lachen.
Oh, da war aber. Da war aber knapp, du. Komm, hau zu. So, dann schmeißt du mal einen von deinen Steinchen. Oh, da war aber auch. So, was ist das denn für ein Level? Da kann ich ja bitte erstmal keinen. Oder es ist doch das Level, was ich denke, aber das ist woanders, als ich gedacht habe. So, dann schmeiß bitte nochmal. Weil dich muss ich ja jetzt auch noch kaputt kriegen. Und das eine Level nicht gleich. Ah, hier ist schon das Ende. Das ist schön. Ach nein, dann ist das doch das Level, was ich dachte, dass es das ist. Was ist das denn hier oben? Ah, das ist bestimmt die Rutsche. Sieh. Okay, dann quatschen wir erstmal mit ihmchen. Wie ich sehe, hast du die Prüfungen der Katakomben überlebt. Jetzt wollen wir mal testen, ob dein Geist so schnell ist wie deine Füße. Erinnerst du dich an das Rätsel? Ach, nö. Ich bin ein Gefäß ohne Scharniere, Deckel oder Schloss. Aber trotzdem ist ein goldener Schatz in meinem Schoß. Was bin ich? Ein Knochen, ein Ei, eine Schatztruhe, ein Bandicoot. Ich würde sagen, ein Ei. Hat er nicht gesagt, dass irgendwie Gold in der Mitte ist? Kanntest du das schon? Ha! Ich hätte nie gedacht, dass du das rauskriegst. Aber gut, versprochen ist versprochen. Du kannst das Drachenei haben, das ich vor der Zauberin versteckt habe. Ich musste gerade mal was trinken. Wer ist das denn? Will. Sieht so schön aus mit den blauen, mit den weißen Hörnern. Ich habe 7000 Jahre auf jemanden gewartet, der dieses Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben. Mach du das mal, du Allgeier. Warum du auch immer so komisch heißt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Rutsche. Weil das ist halt noch in hier diesem Bereich drin für den anderen. Wow, das fängt ja schon direkt an. Okay, es gibt auch Edelsteine. Aber das ist nicht so ganz so schnell. Malcolm. Das ist nicht so ganz schnell. Das andere. Und wir haben auch alle Edelsteine. Das ist doch super. So, dann geht's jetzt ab zu diesem einen Bonuslevel. Oh nein. Es ist das Level, was ich dachte, ist. Ich glaube, man darf nicht getroffen werden für den Könnerpunkt. Die erste Runde des jährlichen Hovercraft-Zerstörungswettbewerbs fängt gleich an. Es kann noch ein Teilnehmer mitmachen. Aber erst musst du das Rätsel lösen, um dich zu qualifizieren. Ach, Jamal, ey, was? Ihr mit euren Kackrätseln? Dies ist das Rätsel. Wenn ein Drache ein Ei in 12 Jahren legt, wie lange brauchen 100 Drachen, um 100 Eier zu legen? Ach, da muss man jetzt rechnen. Ist auf jeden Fall irgendwas mit 12. Ich weiß es nicht mehr, wann's. 100 Drachen, 100 Eier. Ja, ein Jahr. Oh, warte. So ein Pech. Aber das ist falsch. Solange du das Rätsel nicht lösen kannst, können wir dich nicht an Steuer eines so gefährlichen Fahrzeugs wie dem leistungsstarken Zerstörungs-Hovercraft lassen. Jo. Jetzt muss ich mir das nochmal durchlesen. Wenn ein Drache ein Ei in 12 Jahren. Ach, in 12 Jahren. Ich habe Monate gedacht. Okay. Wie lange brauchen 100 Drachen für 100 Eier?
Dann müssen das 120 sein. Gab's 120? Nee, dann waren es 1200. Was? Leck mich doch am Arsch. Ich bin hier zum Spielen und nicht zum Raten, Alter. Habe ich schon 12 Jahre? Ganz schön beeindruckend. Okay.